Hallo, bestimmt gab und vielleicht gibt es noch Situationen in deinem Leben, ja, vor denen du dich gefürchtet hast oder immer noch fürchtest. Nun, was das auch sein mag, das mag für jeden etwas anders sein. Aber bestimmt, wie gesagt, gab es Dinge, ganz sicher in der Vergangenheit, Dinge, vor denen du dich gefürchtet hast. Und manches Mal kann es natürlich auch sein, dass diese Furcht berechtigt ist. Zum Beispiel, wenn man selber Unrecht getan hat. Zum Beispiel als kleines Kind oder nicht nur als kleines Kind. Da hat man dann so eine Furcht und Angst gehabt, dass man da entdeckt wird und unter Umständen aufgeblättert wird. Ne? Also, wie gesagt, das mögen verschiedene Situationen sein. Aber es gibt auch eine Furcht, dass sich über eine ganze Nation erstrecken kann. Zum Beispiel, ja, wie es auch jetzt ist, Furcht vor den schrecklichen Ereignissen eines Krieges. Und was bringt der morgige Tag? Werden wir den noch überleben? Nun, im heutigen Losungstext, da ist auch die Rede von Furcht. Aber da ist auch der Hinweis, und zwar ist dieser Hinweis an das Volk Gottes gerichtet. Anscheinend lebten sie auch in Furcht. Und so hat Gott den Propheten zu ihnen gesandt mit folgender Botschaft: Fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Habe ich's dich nicht schon lange hören lassen und es dir verkündigt? Ihr seid doch meine Zeugen. Der Prophet Jesaja 44 hat diese Worte an das Volk Gottes gerichtet. Und das Volk Gottes lebte auch in Furcht vor den heidnischen Herrschern, vor Katastrophen, vor Nöten, die sie auch erlebten. Und da wollte der Herr ihnen wieder versichern: Ihr seid doch meine Zeugen, also nicht Zeugen Jehovas oder so in diesem Sinne, nein, sondern Zeugen von Gottes Kraft und von seiner Herrlichkeit, von, ja, von seiner Manifestation, wo er sich dem Volk geoffenbart hat, nicht nur dem Volk Israel, sondern auch andere haben davon Wind bekommen, dass dieses Volk, dieses kleine unscheinbare Volk Israel, erleben Sachen, die sind unerklärlich. Da gehen sie glatt durchs Tote Meer. Oder sie werden einfach versorgt in der Wüste, wo es keine Gärten und Plantagen oder sonst irgendwas gibt. Sie überleben diese Strapazen 40 Jahre. Ja, also Gott hat auf jeden Fall seine Hand auf dieses Volk und wollte sie auch gebrauchen, damit sie den anderen Völkern ein Zeugnis sind von seiner Größe, von seiner Allmacht, von seiner Alleinherrschaft. Und anscheinend hatten sie das und noch viel mehr vergessen und lebten in Furcht. Ich glaube, dass auch Christen heute in so einer ähnlichen Situation sein können, dass man vergisst oder noch gar nicht realisiert hat, welche Erbschaft wir haben, wessen Kinder wir sind und wer unser Vater ist. Also da ist jede Furcht und Angst vor noch so schlimmen Prognosen und Bildern und Botschaften ist da überhaupt nicht berechtigt. Aber wir müssen den Blick und die Beziehung zum Herrn haben. Wenn das geschieht, weicht Furcht und Angst. Im Lehrtext, schauen wir uns den auch noch an, da heißt es ja: Wir sind Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns,
so bitten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 20 war das, was Paulus den Korinthern auch noch einmal bewusst sagen wollte. Ja, eure Aufgabe ist, einfach ein Botschafter zu sein von der Liebe Gottes, vom Angebot Gottes, von der Versöhnungsbereitschaft Gottes. Dafür seid ihr berufen als Volk Gottes im Neuen Testament. Also eine ähnliche Berufung, aber eigentlich noch viel, viel mehr, weil uns inzwischen ja so viel mehr an Erkenntnis und Wahrheit über Gottes Größe und Liebe und sein Wirken durch Jesus geoffenbart worden ist. Und von ihm und von seinen Taten, davon sollen wir reden und davon sollen wir Zeugnis ablegen, was Gott Großes getan hat. Weniger um uns selbst oder welche Errungenschaften wir haben oder das spielt überhaupt keine Rolle, sondern was Gott getan hat und noch tut, das ist wichtig. Ja, ich wünsche auf jeden Fall noch einen guten und auch einen schönen Tag heute und schön, dass du wieder dabei warst. Servus.